Alter schaut dazu im Leben, weil sonst schaut er schön aus. Der Erste, der schaut da, der Zweite, der schaut zu. Neues Wiener Lied erklärt für Hamburgerinnen und Hamburger. Es gab mal das alte Wiener Lied, entstanden Anfang des 19. Jahrhunderts, entstanden in der Metropole Wien. Die Musik, die dort zu hören war, von den Konzertsälen bis zur Volksmusik, die nach Wien gekommen ist, das Ganze vermischt. Auch die Texte so entstanden, von ganz bürgerlich und Theatertexten bis zu ganz von der Straße her. Das ist gewachsen über die Jahre, eine ganz eigene Art von Wiener Lied eben. Dann gab es eine große Zäsur mit den Nazis. Da wurden die wichtigsten Musiker vertrieben oder umgebracht aus diesem Genre. Dann gab es jahrzehntelang nichts und jetzt gibt es seit ein paar Jahren, lebt das wieder sehr auf, weil sich viele junge Musiker damit beschäftigen. Und das passiert halt im Wien von heute, mit der Musik, die heute in Wien zu hören ist. Das wird alles rein vermischt. Mit dem Lebensgefühl, das Wien heute hat und als wichtigster oder sehr wichtiger Bestandteil der Schmäh, also der Wiener Humor, der das alles durchzieht und alle diese Themen, die da verhandelt werden, werden mit Humor verhandelt und mit doppelten Böden. Also ein Lied geht es nie nur um eine Sache. Und was besonders ist, es kann auch etwas ganz lustig und ganz traurig gleichzeitig sein. Sprachlich wird es interessant für Leute von hier, weil es in Wiener Mundart gesungen wird, aber ich glaube, man versteht genug, dass man gut mitbekommt, worum es geht. Und die Musik ist sehr reichhaltig, weil es doch viel mehr ist als nur Volksmusik. Weil da einfach viel passiert. Wer bleibt schon gerne da?